Heute entdeckt Tiere schlau mit unserer Liste der zoonotischen Hundekrankheiten 10 Krankheiten, die Menschen von Hunden bekommen können. Fadenwürmer. Die Verbreitung dieser parasitären Würmer ist über die Plazenta, die Muttermilch, die Aufnahme von Eiern aus dem Boden oder das Verschlucken von Beutetieren, die von ihnen befallen sind, möglich. Erschwerend kommt hinzu, dass sie über einen längeren Zeitraum in der Umwelt verbleiben können. Bei gesunden Tieren verursachen sie in der Regel keine Symptome, aber bei Welpen verursachen sie Durchfall und Erbrechen. Giardiasis. Diese Krankheit wird durch Protozoen verursacht, die für heftigen Durchfall verantwortlich sind und wie immer bei gefährdeten Tieren größere gesundheitliche Auswirkungen haben. Es wird vermutet, dass bestimmte Genotypen auch Menschen infizieren können. Bandwürmer. Dies sind Würmer, die von Flöhen übertragen werden und die der Hund ebenfalls aus der Umwelt oder durch die Aufnahme von verunreinigtem Wasser oder Futter aufnimmt. Bandwürmer können asymptomatisch sein, aber manchmal können wir Proglotiten um den Anus des Hundes herum beobachten. Das sind Eier, die wie Reiskörner aussehen und in den betroffenen Bereichen für Unruhe sorgen. Bei Menschen kann er Hydatidenzysten in der Leber, der Lunge und im Gehirn bilden. Eine korrekte innere und äußere Entwurmung ist die beste Vorbeugung gegen diese Krankheit. Filariose. Der Überträger dieser Krankheit ist eine Stechmücke, die den Parasiten durch ihre Mundwerkzeuge überträgt und den Hund durch Stiche befällt. Die Filarien durchlaufen verschiedene Phasen der Reifung, bis sie sich schließlich in den Lungenarterien, der rechten Seite des Herzens und sogar in den Lebervenen festsetzen. Außerdem geben die Weibchen Mikrofilarien ins Blut ab, die auf eine Mücke übergehen können, die sie an einen anderen Hund weitergibt. Es ist nicht möglich, dass der Hund uns direkt mit der Krankheit ansteckt. Aber wir könnten infiziert werden, wenn wir von einer parasitierten Mücke gestochen werden. Ringelflechte. Dies ist eine Krankheit, die durch Pilze verursacht wird, die kreisförmige Läsionen auf der Haut verursachen. Sporen in der Umwelt können Menschen und andere Tiere, die in der Wohnung leben, infizieren. Krätze. In diesem Fall handelt es sich um eine Milbe, die sich in die Haut eingräbt und starken Juckreiz, offene Wunden und Haarausfall verursacht. Die Milbe in der Umwelt kann sehr ansteckend sein, besonders für immungeschwächte Tiere oder Menschen. Bei der Behandlung ist es ebenso wichtig, die häusliche Hygiene durch Staubsaugen, Desinfektion von Oberflächen und Waschen von weichen Einrichtungsgegenständen sicherzustellen. Dies sollte geschehen, nachdem der Hund von einem Tierarzt untersucht wurde, um die Möglichkeit einer Neuinfektion zu verringern. Tollwut. Obwohl die Tollwut in einigen Ländern praktisch ausgerottet ist, kommt es in Gebieten wie Teilen Asiens und Afrikas immer noch zu Todesfällen. Bestimmte Regionen in Mittel- und Südamerika gelten ebenfalls als hochgefährdet, obwohl Impfprogramme die Fallzahlen erfolgreich senken. Die einzige Möglichkeit, diese Viruserkrankung zu bekämpfen, ist eine Impfung gegen die Tollwut. Die Krankheit wird durch den Kontakt mit dem Speichel eines infizierten Hundes übertragen, vor allem durch seinen Biss. Leishmaniose. Der Hund steckt den Menschen nicht direkt an, sondern fungiert als Reservoir für diese Krankheit, die auch durch Mückenstiche übertragen wird. Die Symptome sind unterschiedlich, je nachdem, ob sie kutan oder viszeral sind. In Anbetracht der Rolle des Hundes als Reservoir ist es wichtig, eine Behandlung zu etablieren. Doch werden für alle Hunde Präventionsrichtlinien empfohlen, die eine Entwurmung zur Abwehr der Mücken und eine Impfung umfassen. Leptospirose. Dies ist eine bakterielle Krankheit, gegen die es auch einen Impfstoff gibt. Die Symptome, die sie hervorruft, sind vielfältig und können das Verdauungssystem, die Leber oder die Nieren betreffen. Die Bakterien verbreiten sich über den Urin und können monatelang auf dem Boden bleiben. Hunde und Menschen infizieren sich, wenn sie mit den Bakterien in Kontakt kommen. Äußere Parasiten. Flöhe, Zecken und Läuse sind Parasiten, die leicht von unserem Hund auf unsere Haut übergehen können. Durch den Biss dieser Parasiten können wir uns mit verschiedenen Krankheiten anstecken, denn sie sind Überträger von verschiedenen Krankheiten. Deswegen ist es wichtig, diese Entwurmungspläne sowohl intern als auch extern genau zu befolgen. Hast du schon Erfahrungen mit diesen Hundekrankheiten gemacht? Dann teile sie uns gerne in den Kommentaren mit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.